Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. In der letzten Folge haben wir diese nette goldene Dame getroffen, die wir mit etwas Glück ausschalten konnten, ohne gegen sie kämpfen zu müssen, was wir vermutlich auch so oder so nicht überlebt hätten. Und werden uns jetzt nochmal um die Quest mit der Brennerei hier kümmern. So, lass mich noch mal ganz kurz schauen. Lass uns mal. Was? Ja, das Schild, das muss in der Brauerei sein, genau. Dann lass uns doch mal suchen. Okay. Verseuchter Bade. Na gut. Wie sieht das ein? Wollen wir hier einfach reinstolpern? Oder wollen wir uns anschleichen? Wir gehen hier einfach, glaube ich, straight mal rein. Wir schauen mal, was hier so abgeht. Wir sind ja irgendwo da unten und der ist hier oben ganz alleine, falls er jetzt irgendwie Zicken macht. The payday gold in my pouch is clinking. Say hey for the pub. A single fault is what I'm thinking. Say hey for the pub. Jetzt das Lied. Buch mit Trinkspielen. Pack deine Sachen, fang einen Gnom. Alle deine Freunde weiden sich an den verschiedensten Folterideen für den Gnom. Alphabetisch angefangen mit A. Wem nichts einfällt, der muss trinken. Wer als letzter noch steht, darf den Gnom töten. Holy shit. Überhaupt nicht seltsam. Beispiel: Pfeil in die Eier, Schienbein zerdeppern, damit dann den Kopf zertrümmern. Steinigen, Stein holen, Gasthof überfallen, alle töten. 10 Humpen mit Bier füllen, in zwei, hey, was, in zwei Dreiecken auf den Tisch arrangieren. Längsidiot. Oder erst arrangieren und dann füllen mit Schnurz. Kumpels auf beiden Seiten verteilen. Abwechselnd Steine in die gegnerischen Humpen schmeißen. Wer trifft, trinkt aus. 10 leere Humpen verloren. Ja, das ist Bierpong oder was? Okay. Saufblatt. Dorf mit den Jungs angreifen. Plündern, bis jemand einen Satz Spielkarten findet. Geber wählen. Egal wie. Kürzester Schwanz. Hässlichste Füße. Irgendwas. Kumpel rechts daneben hat 2 Chancen, die obersten Karten zu erraten. Geber sagt ihm, ob er darüber oder darunter liegt. Ach, das Spiel heißt Lügen oder so, glaube ich. 2-mal austrinken. Dann das erste Versuch richtig. Einmal, wenn der zweite Versuch richtig ist. Bla bla bla. Okay, kennt man. Ja, nett. Nehmen wir mit, falls ich mal saufen will mit den Jungs hier. Ja, dann können wir mal ordentlich anheben. Kleines Häschen. Was macht der denn für Geräusche, der Kollege? Oh, warte mal, wir könnten mal versuchen, ihn zu bestehlen. Speichern. Kümmere dich gar nicht um mich. Bin quasi gar nicht hier. Okay, er hat gar nichts. Schade. Na gut, dann lass uns mal hier runter. Ah, warte mal, lass uns mal hier erstmal rumgehen. Holztruhe, okay. Ja, nehmen wir alles mal mit. Was geht bei ihm? I don't know you. Perhaps I forgot you. Nein. Was könnte dir doch bestimmt niemals passieren? Beute, ja, den nehmen wir mit. Da ist eine Tür. Okay, in dem Beutel ist nichts drin. Eine Tafel. Welcome to the waning moon. To lifelong friends, both old and new. Oh Gott, wer ist er denn? Okay. Holy shit. Wer ist bitte er? Hmm.
Was bei den neuen Höllen seid ihr? Was schenkt ihr da aus? Was schenkt ihr da aus? Only the best. Oblivion and beyond. Klingt nicht sehr schön. Go on. Cheers. Nee. Ich möchte nicht so enden wie die ganzen This Typen, die hier rumlaufen. Like he had a long, long, long night. Might be best to keep him happy for now. Na dann. Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. Das könnte uns helfen. And we'll probably be left hip deep in his juices. Toll. Go on, drink. Make it drunk. Be drunk. You and I both. To our good health. Fingerfertigkeit. Ja. Wir tun so, als ob wir trinken. Oh Gott, eine 18! Gott. Ja, aber wir wollen. Warte, wir wollen mit dem trinken, damit er platzt, oder? Ja. Not a single drop swallow. Nein, wir halten dich doch nicht für dumm. You must think me a right fool. Traum hat auf jeden Fall wirklich nette Verwandtschaft. Okay, der hat ein Leben von 288. Den sollten wir aber platt machen können, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben auch ganz gut Leben. Besser wäre natürlich, wenn wir laden. Und ihn mit Astarion mal schön verarschen. Ich denke, das wäre nice. Ich will es nochmal ausprobieren. Wir müssen auch mal ein bisschen rumprobieren in dem Game. Die haben ja jetzt heute einen Patch rausgebracht. Und zwar mit einem neuen Schwierigkeitsgrad, der äußerst interessant ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das so ein... na, wie nennt sich das denn? Jetzt komme ich auf den Namen, nicht Gottes Willen. Was ist denn dieser Schwierigkeitsgrad? Eiserne. Never a dull moment. Ich stehe vielleicht auf dem Schlauch. Ich hasse das, wenn mir irgendwas auf der Zunge liegt, aber was mir nicht einfällt. Iron Modus. Naja, ihr wisst, was ich meine. Wenn man stirbt, ist das Game vorbei. Nur die haben das in der Form gemacht, dass wenn man stirbt, kann man danach noch weiterspielen, aber dieser Iron Man-Modus wird quasi deaktiviert. Wenn man es aber schafft, das ganze Spiel in dem Iron Man-Modus durchzuspielen, dann kriegt man irgendwie so einen Special-Würfel und... Weiß ich nicht, wahrscheinlich kriegt man auch eine extra Errungenschaft oder so, keine Ahnung. Egal. Aber jedenfalls finde ich das ganz interessant, denn selbst wenn du es nicht schaffst, ist dein ganzer Spielstand nicht weg, was bei der Größe von Spiel irgendwie ziemlich ätzend wäre und nervig. Aber man wird richtig geil motiviert, mal so einen Durchlauf zu machen, wo man quasi einfach alles so akzeptiert, wie es ist. Also wenn man einen Wurf verkackt, dann hat man halt Pech. Man kann halt, nehme ich mal an, ich habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen, man wird ja nicht laden können. Ja, das wäre eigentlich ganz interessant, mal so als zweiten Durchlauf das zu machen. Aber ja, mal schauen. Wir werden den jetzt erstmal hier voll laufen lassen, den Kollegen. Was schenkt ihr da aus? Ja. Den Krug nehmen. Den werden wir jetzt schön verarschen. Mit seinen Fingerfertigkeiten werden wir das wohl hinbekommen. Und dann platzt er schön. Ja.
Easy. Nö, nö. Glaube ich nicht. Aber du wirst gleich platzen. Ja, danke. Was hat er nicht? Er hat echt einen riesen Humpen. Now tell me the story. A fable. A saga. Das mache ich, mein Freund. Was erzählen wir ihm denn mal? Okay, alles Auftreten, Übung. An Bord des Gedankenschinderschiffes erlebte ich die Höllen persönlich. Ich blickte den Reichtum der Natur in einem grünen Druidenhain. Ich sah die abscheuchen Röhre der Goblins. Ein silberzüngiger Teufel lud mich einem Festmahl ein. Ich kletterte einen Turm hoch, der voller mächtiger Magie war. Ich erkundete eine verlässte Festung. Ja. Goblins nehmen wir. Let's go. 18. Oh, Gottes Willen. Ey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, nee. Will ich das nochmal würfeln? Na, ich glaube, einmal probieren wir es noch. Komm, komm, komm. Oh, nice. Ja. Gönn dir noch einen Schluck, mein Freund. Lass uns noch einen trinken. You ask, you drink, then you amaze, infuse, astound me. Ihr fragt, ihr trinkt, dann erstaunt, begeistert und verblüfft ihr mich wieder. Okay. Wie seid ihr denn zu dem geworden, was ihr jetzt seid? Father Catherine's laughter. Not joy. Not ever, never. Only laughter. Verstehe. Now drink it deep. Wird der Würfel jetzt schwieriger? Ja, komm, das schaffen wir. Wir haben so viele Boni. Oh ne, bleibt sogar gleich schwer. Dann kriegen wir das ja locker hin. Och, nein, ich nur. So. Sollte eigentlich reichen. Nice. Easy. Easy mit Astarion. Okay, er braucht noch eine Geschichte. Da sind wir natürlich jetzt nicht so gut drin. Aber es wird schon. Ich sag, er muss dreimal trinken, bis er platzt. Mhm, mach ich. Oh, ich erschlug eine grässliche, mit Eiterbläschen übersäte Fette. Sie starb ein grausamen Todes. Ja, das ist cool. Das war in der Tat eine coole Story. 16 ist wieder relativ hart, aber komm, wir können es schaffen. Ach Gott, so nicht. Oh, will ich jetzt noch einen Punkt opfern? Na komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, let's go. Astarion, enttäuscht mich nicht. Nice. Did you open her up and find the inner beauty? A wonderful tale. Fit for children. Ja, für Kinder, genau. Eine typische Kindergeschichte. Ask, question, make your query. And drink once more. Wer hat diesen Fluch über dieses Land gesprochen? Father Catherine created. Ja, das wissen wir eigentlich alles schon, ne?
Wir hätten hier eigentlich erst herkommen sollen. So, jetzt platzt er, sage ich. Das ist der dritte Humpen. Wir halten die Turms, die Schatten aufrecht. The spirit of the land. More drink. Okay, wir verarschen ihn nochmal. Let's go. Oh, das könnte jetzt schon ganz schön knapp werden. Aber Komm, wir werfen nochmal. Danke. Gönn dir. Und gleich geht's blub. You want father's personal mysterious secret. No. Not never. Father sent. Ordered. Commanded. Don't say it. Don't say it! Her cage! Talk and perish! Die! Buried in Thorn Tomb! Father told me! Oh oh. Ach, das vertrete ich wieder nicht bestimmt. Entdeckung! Blub. Okay, nice. Still alive. So that's progress. The gore almost looks real. Naja, gut, nehmen wir das mal. Was haben wir hier noch so? Ich hatte was rot. Hier ist noch so ein Leichengedöns. Können wir mal einen Blick reinwerfen? Ah. Wahrnehmung fehlgeschlagen? Rattenschläge. Aber was noch? Also Planke. Aha. Mandolins Hauptbuch. Aber hier schönes. Am Kopf jeder Seite stehen die Worte zu Händen der dunklen Justizarin Netascha. Dies ist ein Auszug aus der letzten Seite, Tag 15 morgens. Sysmon Novak hat behauptet, Kethrick würde die Türme des Mondaufgangs so lange nicht halten können. Tag 18 abends. Imani Yatakani hat sich beschwert, dass die Torms die bequemsten Arbeiten kriegen würden. Tag 22 nachts. Mark Jacobs, Benjamin Blanchet haben Witze über die Torms gerissen, besonders über Herrn Kethrick. Er sei ein Miesepeter und jammernder Sack, haben spekuliert, worauf seine Frau gestanden wäre. Ich weiß, Mark und Bens Worte waren einfach fürchterlich, Herrin Natascha, aber sie sind mit meinen besten Freunden und ich habe sie noch nie so reden gehört. Sie sind verärgert, weil ihr Lohn gekürzt wird und waren Mitternacht betrunkener, als ich sie je erlebt habe. Ich weiß, es sieht übel aus, aber Hand aufs Herz, ihr habt noch niemanden gekannt, der unsere Dame so ergeben war wie diese beiden Burschen, das schwöre ich euch. Darunter steht ein anderer eleganter Darunter steht eine andere, elegantere Schrift. Unsere Herrin des Verlustes wäre stolz auf euch, Madeline. Macht euch keine Sorgen wegen Mark und Benjamin. Ich werde mich mit euren zwei Burschen einfach einmal unterhalten, versprochen. Okay, klingt jetzt nicht so toll. Odin. Nee, kann er nicht. Ist er. Mach dann halt nicht, weck mich doch.
Nimm dir den. Nein, 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 nein. Nicht wieder irgendwo hinlaufen, wo du nicht hin sollst. Du sollst den nehmen. So, okay. Und dann gehen wir mal hier raus. Danke. Und gucken uns mal im Grab um. Elixier, Giftresistenz. Okay, schade. Ich dachte, hier wäre ein Grab. Von dem die da geredet haben. Don't touch me. Schloss knacken. Let's crack it open. Is it going? All's well that ends. Not as bad as it could have. Ich hohrhaltige Handschuhe. Säureschaden. Okay. Nicht wirklich interessant für uns, aber why not? On my way. Naja, gehen wir mal hier ein bisschen gucken. Forschungsnotizen. Rustikale Truhe. Dolchwurz. Drohgift. Langzahntoxin. Sichelmondaufträge. Holztruhe. Well, hello. Alles verschlossen hier. Bitte öffnen. Danke. Can't give up now. Besoffener Kerl. Wut des Säufers. Wenn du betrunken bist, bist du bei Angriffswürfen im Vorteil. Du erzeugst außerdem eine Detonation und jedem Angriff, die 3 Meter lang 1 bis 4 Schallschaden bewirkt. Okay, krass. Ja, gar nicht schlecht. Das Ding. Okay, bei Toxine und Schirmgifte. How much farther can I go? Das ist auch schon wieder. There's a trap. Entschärfen. Danke. So, und jetzt einmal Schloss knacken. Challenge. Okay, das ist ein Kinderspiel. Danke. Let's get going. Machen wir hier in die in der O-Ansicht rein, wie ich sie gerne nenne. Okay. Also nichts hier. Nichts Besonderes. Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Hier geht's raus auf jeden Fall, wie es aussieht. Hier kommen wir bestimmt hoch. Na komm, irgendwer wird hier wohl hinbekommen, danke. Da kann man hier nicht hoch. Doch, hier kann man doch hoch, oder? Das wird ja nicht erzählen. So, uns mal das ganze Geld hier zusammenkarren. 20k haben wir schon. Holy shit. Dieser Pflege ist auch ziemlich cool. Den werde ich auch noch überlegen anzuziehen. Ist denn hier irgendwie so eine Endkapazität, nee, oder? Irgendwie will er ja im Moment nichts aufnehmen hier. Das können wir mal Karlach geben. Das auch. Die ganzen Waffen geben wir auch mal ihr, wie wir hier so gefunden haben. Ja, das Ding ist eigentlich auch useless, da wir es ja eh nur in dem Dings benutzen können. Ja, weiß ich auch noch nicht. Schlüssel geht an Schlüsselbund. Das schmeißen wir alles mal dahin. Hauptbuch des Zollamts. Müssen wir mal schauen. Das geben wir auch mal Schattenherz.
Das bekommt Karlach auf jeden Fall. Das kann die gut verkaufen. Making me sweat. No one back home will ever believe this. Okay. Haben wir schon reingeguckt jetzt, ne? Ja, also so wirklich weiter kommen wir hier, glaube ich, auch nicht. Kommen wir hier irgendwie hoch, ne? Aber auch nicht hoch. One day I'll catch a break. Na gut. Die Frage ist nur, hier hinten könnten wir da noch lang gehen, ne? Ja. Aber sonst ist hier auch nichts weiter. Und da kommen wir, da waren wir, ne? Na gut. Ist das Wuffi hier? Da konnten wir auch nichts weiter machen, ne? Ja gut, dann lass uns mal zurückgehen. Hier noch irgendwas? Ne. Hier hinten? Hier noch irgendwas? Ist die kahle Truhe? Ja, okay. An Astarion mal senden. An Karlach senden. Wir können uns mal ganz kurz die ganzen Bücher hier anschauen, die wir hier noch bekommen haben. Nämlich einige. Auch schon wieder so viel zu verkaufen, ne? Unbelievable. Forschungsnotizen wollen wir uns erstmal ganz kurz anschauen. Research notes. They describe a powerful venom extracted from a rare purple worm. Distiller Thizzable Thorm sought to create a fatal poison using the worm's gullet. He procured several parts of a gullet, but rinsed one in error. The poison he brewed was noxious, but not fatal. He devoted months to formulating a deadly poison with the remaining ingredients, without success. After exhaustive experimentation, he was able to make a near-deadly extract from the glands. But to complete his poison, Thizzabald required one last ingredient, the petals of a corpse rose. The book's index reveals corpse roses may grow near tombs, mausoleums, and particularly redolent cadavers. Thizzabald enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse rose petals and other ingredients and deliver them to a covert location. Unfortunately, a deep purple stain darkens the final page, obscuring the parcel's destination. Bedauerlich. Nachforschung. Ein Blick auf die Seiten zwingen, mental die Tinte vom, vom violetten Fleck trennen. Let's go. Odin. Ich weiß, dass wir das können. Nice. Sieht gut aus. Your mind separates the black from the blue, revealing the stash's location. You mark your map as a reminder. Nice. With the corpse rose petals the package contains, you might create Thizzabald's purple worm poison. So. Wo hat das denn hingemacht? Ah, hier. Alchemistischer Brauervorrat. Okay. Gut, gut, gut. Aber wir waren noch nicht fertig. Wir wollten hier noch mehrere Bücherläden. Sichelmondaufträge. Gefährliche Worte. Okay, das sind diese Lieferungen. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Hier, aber Toxine aus Schlangengift. Möchtet ihr was Interessantes wissen? Wenn man eine Suspension aus Giftzahn mit Vitriol aus Lolz Kerze vermischt, jedes Vitriol ist möglich, erhält man Gift. Tropf, Tropf, Tropf. Ist Alchemie nicht zweifelsfrei? Denkt an das Gesetz der drei. Wenn mein Hals vor Schmerzen brennt, Tropf, Tropf, Tropf ist, was er denkt. Es hat nicht geklappt. Die Platinschuppen haben nicht geklappt und es tut so weh. Okay. Ah, nice. Übertränke und Elixiere. Was haben wir denn hier noch? Heute habe ich einen guten Freund in der Taverne Elfen gesehen. Was?
Da wäre ein Elfengesang beleidigt. Inzwischen tut es mir leid, als es passierte, aber nicht. Ich war in dieser gereizten Stimmung, weil ich zum ersten Mal seit einer Ewigkeit intensiv über meinen Zustand nachgegrübelt hatte. Mir waren Ideen für ein Elixier gekommen. Es musste ein sehr starkes Elixier sein, das sie für gewöhnlich nur wirken, solange der Nutzer schläft. Tränke sind in ihrer Anwendung weitaus begrenzter, da sie nicht so lange wirken. Allerdings können Tränke miteinander kombiniert werden, um mehrere Wirkungen gleichzeitig zu erreichen, während der Verdauungsapparat immer nur ein Elixier verkraften kann. Nicht vergessen, ist Alchemie nicht zweifelsfrei, denkt an das Gesetz der drei. Selbe Zutat, drei Portionen, das Extrakt wird euch belohnen. Meine fehlenden Schuppen machen mir immer mehr Probleme, eigentlich die ganze Zeit. Haha, manchmal wache ich auf und meine Bettlaken ist ein feucht rosafarbener Abdruck zu sehen. Am Seitenrand hat jemand die folgende Notiz geschrieben. Elixiere. Immer nur eins und wirksam bis zur nächsten langen Rast. Tränke können mehrere Wirkungen gleichzeitig haben, aber die haben kürzer Anhalt als bei Elixieren. Okay, das ist ziemlich nice. Das heißt, man kann sich krass mit mehreren Tränken hochbuffen, sozusagen. Huch, jetzt habe ich rausgetappt, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob wir noch ein anderes Buch lesen wollen. Gringotts Notizbuch könnten wir lesen. Einfuhrsteuer für Händler. Oh ne, das haben wir schon gelesen. Okay, dann brauchen wir nichts mehr lesen, denke ich. Dann lass uns mal hier rausgehen. Oh, warte, lass uns die rustikale Truhe nochmal mitnehmen. Okay. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier waren wir schon mal, ne? Ja, okay, dann lass uns nach hinten durchgehen. Mal hier am Rand lang, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Aber ne, hier geht's gar nicht weiter. Können wir noch den Schattenwurz mitnehmen. Gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber ich denke nicht. Okay. Ju, dann lass uns mal schauen. Wir könnten jetzt noch versuchen, hier hinzukommen. Und dann könnten wir uns hier so durchschlagen. Okay, wir holen immer noch den Schatz ab. Den Schatz vor allen Dingen, ja, diese Elixiere ab. Dafür gehen wir hier hoch und dann da oben irgendwo links. Wir halten uns zumindest übergehend links. Aber hier sonst, aber wir können hier nicht hoch, ne? Waren wir hier oben? Ich glaube nicht. Lass uns mal ganz kurz hochschauen. Nein, hallo. Oh Gott, ich das hasse. Oh, Schlüssel. Let's see. Let's see. Ist er wieder? Oh, können wir abkürzen. Das Gefühl. Nice. Dann haben wir hier direkt abgekürzt. Perfekt. Können wir nämlich auch hier nochmal durchgehen und das aufklären? The road to Boulder's Gate is up ahead. No turning back once we start down that road. Okay, interessant, gut zu wissen. Da kommen wir nach Baldur's Gate. Aber auch zum. Kommen wir auch nochmal an dem Dings vorbei. An dem Versteck. Yay. Hoffe ich zumindest. Hier drinne? Glaube, oder? Wir hier reingehen? Rotkappen. Oh, nice. Moment, hol dir erstmal die Rotkappen, mein Freund. Nimm mit. Alle. Ist es so wertvoll, dass die hier versteckt sind? Hier, dann gehen wir nochmal hier hoch. Hier hätte man auch rüber gekonnt. Da ist auch ein Dings wieder. Auch sehr nice. Lass uns nur ganz kurz hier hingehen. Zu dem Versteckli. So, und dann lass uns mal die Zutaten einsacken. Lieferverzeichnis. Okay. Lass uns das mal kurz anschauen.
Hier. Ich sende euch Ingredienzien, ein paar Kunden, großes Interesse. Okay, nichts Bedeutendes, alles klar. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir hier jetzt noch irgendwas Spannendes? Nee. Da, hier haben wir gecampt ganz am Anfang, ich erinnere mich. Okay, lass uns mal kurz hier runtergehen und das Ding freischalten. Dann haben wir das auch. Nur bis hier. Hier gibt es ja dann keinen Rückweg mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier noch erkunden. So. Ja, wir werden das Land auf jeden Fall jetzt befreien als nächstes und danach uns, glaube ich, hier umschauen. Oder? Oh, ich würde schon sagen, lass uns mal hierhin zurück. Wir verkaufen da mal ein bisschen. Wenn die dann alle wieder hier sind. Sind die wieder hier? Ne, die sind nicht wieder hier. Das ist bedauerlich. Ist hier gar keiner mehr? Sind die alle noch weg? Na, dann müssen wir ins Lager. Ist das Dark more than wicked? I don't believe it. His territory ran from the wood of sharp teeth to cloak wood. It took half an army to drive him out. How did he end up here? Er ist voll groß, Alter. Was ich nicht mitnehmen kann, in meinem Lager aufstellen kann. Das wäre cool. Die Gliedmassen des Bären sehen aus, als wären sie für diese Haltung gebrochen worden. Die Augen wirken traurig und tot. Ja, gut. Das verwundert mich jetzt nicht. Mir ist echt keiner am Start, ne? Das ist aber bedauerlich. Na gut, dann lass uns mal ins Lager gehen und dann mit Heising quatschen. Karlach könnte mal hier noch das Ding mitnehmen. Don't be shy. Got it. Got it. Nimm mal mit. Und schick das mal ins Lager. Bitte. Ins Lager senden. Okay. So, dann let's go zum Lager. Wo ist mein Freund, der Händler hier? Very well. My friend! How do you fare? Super. Aber lass uns mal ein bisschen handeln. I'm ready. Whatever it takes. Oh, I could go for a good meal. Oh. Er hat gar nicht so viel Geld, der Kollege Schnürschuh. Das ist aber scheiße. Den ganzen Dreck hier vielleicht loswerden erstmal. Der nicht viel kostet, aber einiges wiegt. Ölflasche. Ja, von mir ist auch das. Gut. Ich hatte noch 94. Können ihn ja auch ein bisschen mehr sonst geben, dann freut er sich vielleicht. Ja, lass uns tauschen. Okay. Sind wir wenigstens ein bisschen was losgeworden. Einmal speichern bitte. Danke. Okay. Und dann werden wir auch das Lager verlassen und zu Halsin gehen. Der müsste sich ja eigentlich irgendwo hier rumtreiben. Vermutlich hier unten. Am Üfli, oder? Ne, da hinten ist er. Oh Gott. Naja, egal. Gehen wir einmal hier so lang. Machen wir nochmal eine kleine Wanderung, ne? Na klar.
Komme ich denn hier eigentlich durch? Ah, ihr werdet schon einen Weg finden. Ihr macht das schon. So, ich bin gespannt, wie das hier aussieht, wenn wir den Fluch brechen. Ob sich hier viel verändert? So optisch. Mal sehen, ich komme. Wo laufen die denn lang eigentlich, bitte? Holy shit. Kann es sein, dass Schattenherz überladen ist? Ja, sie ist überladen. Warum ist sie überladen? Was soll das? Immer noch diese Truhe, ne? Gottes Willen. Naja, schauen wir mal. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Okay, sie kann wieder normal laufen. Speichern. Warte mal, wir wollen mal ganz kurz schauen, ob wir das Ding anlegen wollen. 4 bis 11, ja, 6 bis 18 ist schon ein bisschen krasser, ne? Obwohl das eigentlich schon cool war, aber dann können wir das auch ins Lager senden. Besoffener Kerl. Na, brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier noch? Schwere Rüstung können wir aktuell auch nicht gebrauchen. Ins Lagersendung. Das Schild. Können wir auch momentan nicht gebrauchen, weil wir haben niemanden, der ein Schild trägt. Dementsprechend kann das auch weg. Was war mit den Handschuhen? Kampfmagiermacht. Lass uns mal vergleichen. Dornenhagel machen wir eh nie. Wenn ein Angriffswurf mit einer Waffe einen Zustand bewirkt, erhält der Träger arkane Sinnesschärfe. Ja, aber machen wir nie, oder? Wir machen nie, wir greifen nie normal mit unserer Waffe an, also weg damit. Das wäre was für Karlach. Eventuell. Das Feen-Ding ist aber auch cool. Also ins Lager damit. Was haben wir hier? Eine dicke, fette Glewe. 6 bis 18. Ja, die ist ziemlich cool eigentlich. Salunes Speer war auch ziemlich cool. Zauberplatzregeneration ist auch ziemlich nice. Langzahntoxin kommt da rein. Unsere kleinen Kuscheltierchen hier. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Und die gehen auch alle ins Lager. Gut. Haben wir kurz ein bisschen aufgeräumt hier. Des Verderbens kann dahin. Keine Ahnung, was damit ist. Zu Waren hinzufügen. Brauchen wir alles nicht, denke ich. Schön 21k auf der Bank. Ein Traum. Speichern. So, jetzt. Alright. Halsin, was geht ab?
You're here. Good. And not a moment too soon. A winged Atomer was seen in the skies overhead, and now an assault on Moonrise is brewing. We should begin at once, before we lose the opportunity. Mm-hmm. Ich will zuerst wissen, was ich erwarten soll. Thaniel is trapped in the Shadowfell. But thanks to your efforts, I know where to look. Now I must go there. Alone. Okay. Moment, soll ich nicht mit euch kommen? No. This opportunity has been 100 years in the making. It has to be me. And only me. Okay. But I didn't bring you here to witness an old druid's grandstanding. You have a part to play in this. And I trust you will play it well. Die da wäre. With the Oakfather's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here, keep the portal open until I return, and defend it at all costs. Kein Problem. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Good. Now it's important that only I pass through the portal once it opens. The magic is fragile. Any mistake, and our one chance will be lost forever. Gut, verstehe. It took me years of study, of seeking the Oak Father's favor, to find a way to part the veil. Pray that this works. Oak Father, hear me, aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. Kriegen wir hin, hoffe ich. Oh, oh. So, da kommen die kleinen Schatten vor allen Dingen, die kleinen Schattendinger. 5 Züge verbleibend. Okay, das werden wir wohl hinkriegen. Wo verstecken die sich da schon wieder? Time for a new approach. So. Wir schießen mal einen Pfeil. Verlinderung, Fall der Säure. Wollen wir den Fall der Säure schießen? Ach, warum nicht? Okay. So, wir werden hier uns beim Dings positionieren. Und sind hier für alles bereit. Naja. Du kannst ja gar nichts. So viel steht fest. Schutzgeister. Gleißend. Let's fucking go. Naja, das macht mir gar nichts. Wir werden uns hier positionieren. Und werden uns einfach selbst heilen. Und chillen jetzt hier erstmal. Kommt ruhig ran. Aua. So. Mit wem sind wir dran? Mit Odin. Yay. Nee, das machen wir nicht. Wir könnten machen Eissturm. Klingt eigentlich ganz nice.
machen die nämlich gut Damage. Okay, die können da rankommen. Ist ja gar kein Problem. So, die können auch ruhig rankommen. Bitte? Okay, jetzt wird's aber heftig hier. Werfen. Wenn ihr das so haben wollt, dann kriegt ihr das so. Ist ja gar kein Problem. Wie erwische ich ihn am meisten von den Dingern? Holy shit. Ah, die sind auch ganz schön viele. Ich glaube, wir werfen das mal hier hin. Nur einen Schaden. Siebenunddreißig. Oh Gott, ich glaube, das lohnt sich nicht. Warte, wir werfen was anderes. Wir werfen. Wir werfen so ein Ding hier. Und das auf die ganzen Krähen. Dann sind die schon mal alle down. Hoffe ich. Na, es war jetzt nicht so effektiv, wie ich mir das erhofft hatte. Aber okay, egal. Schauen wir mal. Ach, Karlach, was machen wir denn mit dir? Sie könnte vielleicht auch was werfen, was ein bisschen mehr Flächenschaden macht. Hätten wir da was im Angebot? Das hier zum Beispiel wäre vielleicht nicht schlecht. Nimm das mal. Und dann machen wir mal werfen. Lass uns mal da einwerfen. Okay, das hat schon besser geklappt. Und dann lass uns mal noch ein bisschen was hinmachen. Und sonst chillen. Daneben. So, du greifst mal hier an. Als Makada. So. Noch vier Runden. Kriegen wir hin. Er darf nur nicht durch. Die dauert noch ein bisschen, bis sie hier sind. Wir sind eh mit Odin dran, was sehr gut ist. Denn ich denke, wir werden Blitze machen. Wir könnten auch sowas wie Zerbersten machen, aber ich glaube, Blitze eignet sich besser. Das können wir nämlich mehrfach machen. Lass uns erstmal die hier wegmachen. Und dann machen wir den Rest nächste Runde weg. Könnten versuchen zu schubsen, können wir aber nicht. Okay, dann scheiß drauf. Aua! Oh, ich wusste nicht, dass man das Portal an sich angreifen kann. Ja, lol. Ah, geil, sie laufen da rein und sterben instant. So geht das natürlich auch. Ich glaube, es spielt auch keine Rolle, wie viele ich hier töte. Es werden einfach immer mehr, ne? Das ist natürlich gut, um EP zu farmen, wenn ich hier viele töte. Boah, Alter, die stehen da so geil. Come on. Naja, wenn ihr da reinflippt, seid ihr tot. Was? Weg mit euch. This is gonna feel good. So, passt. Boah, Alter, es bietet sich sowas von an. Wir haben so viel Leben, Alter. Ich muss da so ein Dings reinwerfen. Es geht gar nicht anders. Das macht noch viel Schaden.
Ja, ich muss da so eine Bombe reinwerfen. Bitte. Scheiß drauf. Auch wenn die jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet ist, aber das macht so viel Damage. Let's fucking go. Okay, schade, die sind aber nicht alle tot, aus welchem Grund auch immer. So, na gut. Ich würde sagen, Kollege Schnürschuh könnte auch mal ein bisschen attackieren, ne? Have fun. So, okay. Mach's gut. Nice. Nice. Wow, 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 wow. Kommt aber ganz schön heran da. Wir brauchen auf jeden Fall fucking Blitze. Was ist das? Noch drei Runden. Wie viel hat das Ding noch? Wie viel Leben? Ah, ist noch über. Da kommt immer mehr. Alter, ich brauche noch so eine Bombe gleich, glaube ich. Obwohl, die stehen nicht gut für so eine Bombe. Jetzt hätte ich den Eis-Dings gebraucht. Das Eisteil. Ich glaube, ich hole mir gleich einen Zauberpunkt wieder. Jo, wie viel kommen da? Shit. Kommen auch noch welche? Da ist Nahkämpfer. Na, 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 ihr kleinen Schlinge. So. Also, mit wem bin ich denn jetzt dran gleich? Aua. Astarion. Werfen. Auf jeden Fall werfen. Let's fucking go. So, ja, ja, you got this. Schauen wir mal, ob du das hast oder auch nicht. Wir müssen erstmal ihn, glaube ich, ein bisschen platt machen. Ja, ja, das macht nichts. So, weg damit. Dann mal auf ihn bitte noch. Ist ja noch einer, hab ich noch gar nicht gesehen. Das Ziel kann man nicht werfen, das ist aber bedauerlich. Okay, und dann bitte mal hier wieder das. Ja, das macht alles nichts, das hier blocken. Okay, greif du mal an. Ach, come on. Massenheilen? Ja, lohnt sich noch nicht. Wir schützen uns mal ein bisschen. Ja, das macht alles nichts. So, du musst jetzt aber mal ordentlich reinhauen, das sage ich dir aber. Zauberplatz erzeugen. Vierten Grades, bitte. Hier müssen wir mal richtig reinscheppern jetzt. Let's fucking go. Danke.
Okay. Die Fernkämpfer machen mir ein bisschen Sorgen. Holy shit. Das wird ganz schön knapp. Wenn es dumm läuft, müssen wir das nochmal machen. Kommen da alle so leicht durch. Ah. Ja, danke. Fall hin. Lebensentzug, ja. Nee. Ach komm, er lebt noch mit einem. Er wollte mich doch veräppeln. Oh, jetzt wird es echt ein bisschen eng. Danke. Ich rutsche aus. Danke. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall die alle wegmachen. Da reicht eventuell so ein kleiner Angriff. Och, come on. Er verarscht mich komplett. Und dann greife ich halt normal an. Ohne Verkehrs. So. Krönender Schlag. Entfesse das Klagen der Toten, die deiner Klinge zum Opfer gefallen sind, und wirke möglicherweise Krone des Wahnsinns beim Ziel. Nee. Können wir auch einfach hingehen und zuhauen, ne? Aua. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Damit könnten wir noch mal so, ja, relativ viel Schaden machen. Gerade. Ja, greif mich nicht an. Das wird schon. Will aber hier blocken. Danke. So, jetzt machen wir Massenheilen. Und wir stellen uns... Von hier kommt momentan niemand. Wir stellen uns direkt hier hin. So, und jetzt brauchen wir Blitze. Fucking Blitze. Let's fucking go. Nice. Okay, müssten wir uns eigentlich noch um ihn kümmern. Können wir aber nicht so leicht. Lass uns mal ein bisschen hier hinstellen. Nein! No chance of lifting the curse now. Fuck! Weisin ist tot. No, es war so knapp. Die Ferngriff-Fuzzis halt war ein bisschen nervig. Ich denke, wir werden in der nächsten Schlacht. In der nächsten Schlacht, wahrscheinlich in der nächsten Folge, in der es eine nächste Schlacht geben wird, uns nochmal um die ganzen Boys kümmern. Bedeutet, wir müssen anders vorgehen. Wie gehen wir vor, weiß ich noch nicht. Kümmern wir uns auf jeden Fall aber drum. Wir müssen uns mehr um die Fernkampf-Einheiten kümmern. Die haben relativ viel Damage gemacht, immer mal so zwischendurch, und dann hat sich's ganz schön aufsummiert. Das war nicht gut. Genau, aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir starten dann direkt im Kampf rein. Ich mache off-screen quasi nochmal hier den Dialog, und dann starten wir in der nächsten Folge direkt wieder im Kampf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr lasst ein Like oder einen Kommentar da, gerne auch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.